Herzlich willkommen zu Mantei halb acht aus dem Denkzentrum für Vernunft und Menschlichkeit, den Werten der Mitte der Gesellschaft. In Teil 1 dieser Ausgabe gratulieren wir Olaf Scholz und Robert Habeck zum erfolgreichen Milliardenabschluss mit BlackRock. Und in Teil 2 sprechen wir mit dem Ökonomen und Publizisten Dr. Eike Hamer von Valtier über unsere digitale Währungszukunft aus Sicht des Finanzexperten. Von wegen Deindustrialisierung. Es geht endlich wieder aufwärts mit der deutschen Wirtschaft. Wir werden jetzt Chip-Weltmeister. Der Halbleiterhersteller Intel schreibt deutsche Nachkriegswirtschaftsgeschichte. Die größte Neuansiedlung seit 1945. Allerdings auch die teuerste. Denn das kostet 10 Milliarden Euro. Das gab's noch nie. Aber 3000 Arbeitsplätze in Magdeburg, das ist ja schon mal was. Da sollte man dankbar sein. Und das ist man auch. Die Landespolitik schlägt Purzelbäume. Die Wählerschaft der nächsten Legislaturperioden in Zeiten des Notstandes scheint über die wirtschaftliche Prognose gesichert. Allerdings sind es keine wirklich deutschen Arbeitsplätze, die mit deutschen Rekordsteuersummen finanziert werden, sondern amerikanische. Warum ist das wichtig? Weil Entscheidungen über Wohl und Wehe der Intel-Niederlassung, wenn sie dann steht, keinesfalls in Magdeburg getroffen werden. Vielleicht in Santa Clara in Kalifornien, da wo die Intel-Firmenzentrale steht. Wahrscheinlich aber eher in New York. Dort sitzt BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt. Wir reden hier von Werten in Höhe von 10 Billionen US-Dollar im Jahr 2021. Das war im selben Jahr mehr als 2,5-mal so viel wie das Bruttoinlandsprodukt der Industrienation Deutschland. Sollte also Deutschland als Standort zu unbequem werden, zum Beispiel wenn das teuerste und komplizierteste Steuersystem der Welt zu hohe Forderungen stellt, dann ist man halt wieder weg oder verlagert nach Polen. Dort gibt es Intel nämlich demnächst auch. Und da sich Polen zu seiner Bezuschussung noch nicht in die Karten schauen lässt, dürfen wir eben spekulieren. Der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit von chinesischen Halbleitern ist nämlich ein EU-Projekt, für das 3,3 Milliarden Euro aus Brüssel vorgesehen sind. Sollten also EU-Fördermittel nach Polen fließen, finanziert Deutschland den firmeninternen Konkurrenzstandort im Nachbarland gleich mit. Gern geschehen. Eigentlich hatte Intel an Eigeninvestitionen 17 Milliarden Euro geplant, was eine Förderzusage von 6,8 Milliarden bedeutete. Aber dann hat man wohl in Kalifornien nochmal nachgerechnet. Man brauche mehr. Gestiegene Baukosten, Inflation und teurere Maschinen. Halbleiterspezialist Robert Habeck befürwortete mehr Subventionen, um die Intel-Ansiedlung zu ermöglichen. Das weiß das ZDF. Das bedeutete am Ende 3,1 Milliarden Euro mehr aus Deutschlands Hosentaschen. Doch Lindner protestiert. Mehr Geld ist nicht da. Doch ist es. Im Sondertopf für Klimaschutz und Transformation der Wirtschaft, da findet man noch was. Und Halbleiterherstellung schützt ja auch das Klima und transformiert ungemein. Also inländische Steuermittel in ausländische Gewinne. Woher Habeck seine Befürwortung für das Projekt hat, scheint klar. Elga Bartsch, Sie erinnern sich? Genau, die Ex-BlackRock-Managerin sitzt doch jetzt in der Grundsatzabteilung im Wirtschaftsministerium. Laut Fokus-Artikel vom 15. November 2022 sei sie auf eigenen Wunsch bei BlackRock ausgeschieden, um einen längeren, unbezahlten Urlaub anzutreten, hieß es aus den Ministeriumskreisen. Und so schaut die völlig hintergrundfreie, gute Seele der globalen Volkswirtschaft in ihrer selbstgewählten Freizeit mal eben in der deutschen Politik vorbei. BlackRock ist mit grob 8% als Eigentümer bei Intel ganz vorne mit dabei.
Und da Robert Habeck ja keinerlei wirtschaftliche Qualifikation hat, ist guter Rat eben teuer. 10 Milliarden Euro. Doch besser könnte der Zeitpunkt der frohen Botschaft gar nicht sein. Während die wirtschaftliche Souveränität durch die kurzsichtigen Volksvertreter an globale Finanznetzwerke verschachert wird, taucht James O'Keefe auf. Schon mal gehört? Er hatte noch unter seinem Project Veritas Pfizer mit versteckter Kamera ins Schwitzen gebracht. Weder Inlandsflieger Klamroth noch irgendein Faktenherrichter oder gar den Ethikrat hat das interessiert. Ausgerechnet jetzt ist O'Keefe mit einer neuen, aufsehenerregenden Story im Netz unterwegs. Serge Varley, ein Mann, der für BlackRock passendes Personal akquiriert, faselt vor laufender Kamera, wie gewinnbringend der Ukraine-Krieg sein kann, dass nicht ein stabiler Markt, sondern Höhen und Tiefen die besten Profitoptionen beinhalten und dass man Politiker kaufen könne. Das wäre auch gar nicht so teuer. Ein Senator in den USA ist mit $10.000 geradezu ein Schnäppchen. Der BlackRock-Recruiter sagt auch, es geht nicht darum, wer Präsident ist, sondern wer des Präsidenten Brieftasche kontrolliert. Der Aufschrei der deutschen Demokratiewächter bleibt aus. Natürlich. Noch nicht einmal die Verstrickungen der beiden Familien in der Ukraine und China wurden bisher thematisiert. Auch nicht, dass Biden vor laufender Kamera erzählt, wie er mal einen ukrainischen Staatsanwalt abservieren ließ, weil der gegen ihn ermittelte. Wie das geht? Mit westlicher Freiheit und mit Geld. Biden hat das öffentlich erklärt. Faktenfinder, los geht's. Die wirklichen Technologieführer in der Produktion von Super-Microchips kommen aus Deutschland und den Niederlanden. Es sind der weltbekannte Optikhersteller Zeiss und der Laserspezialist Trumpf, die zusammen mit der holländischen ASML mit extrem kurzwelligem Laserlicht die Weltspitze markieren. Das konnte man 2020 auf deutschland.de nachlesen. Wie daraus der Wirtschaftsstandort Deutschland die ganze Welt mit modernsten Produkten hätte beliefern können, dazu fehlt dem BRD-Wirtschaftsministerium wahrscheinlich das Know-how oder die richtigen Berater. An Geld fehlte es ganz sicher nicht. 10 Milliarden Euro. Solange alles nach Plan läuft, wird der digitale Euro kommen. Damit kann man ganz viele tolle Sachen machen. Man kann sehen, wer wann wo was davon gekauft hat. Man kann festlegen, was wann wo davon gekauft werden kann. Und man kann festlegen, ob Sie damit gerade bezahlen können oder eben nicht. Zum Beispiel, wenn die am Supermarkteingang abgescannte Körpertemperatur zu hoch ist oder das digitale Impfzertifikat abgelaufen. Während man in Deutschland gerade die noch bestehenden gesetzlichen Hürden aus dem Weg demokratisiert, gibt die Federal Reserve bekannt, der FedNow-Service, Geldtransfer in Echtzeit, jederzeit und sofort verfügbar, kann im Juli losgehen. Die Zukunft kann kommen. Erklären kann uns dazu noch viel mehr der Experte zur Finanzsituation in Krisenzeiten und zur Digitalisierung des Geldes, der Ökonom und Publizist Dr. Eike Hamer von Valtier. Herzlich willkommen. Hallo. Das Thema Geld wird immer wichtiger in diesen Zeiten. Wir sprechen ja von Krise. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns vom Fokus in die richtige Richtung bewegen. Trotzdem ist Geld ja etwas, was uns alltäglich umgibt. Und da verändert sich ja gerade ein bisschen was. Es ist keine deutsche Idee. Es ist auch keine nationale Idee von irgendwo anders her, sondern es ist eine bereits international festgelegte Agenda, dass digitale Währungen überall Einzug halten, so jetzt Schritt für Schritt auch in Deutschland. Wie weit sind wir da aktuell? Wir sind mit der, ich nenne es Währungsreform, das heißt eine Umwandlung zu einem Digitalgeld, sind wir schon sehr weit fortgeschritten. Die Bundesbank, aber auch die EZB hat alle Mitgliedsländer oder Mitgliedszentralbanken dazu verpflichtet, in den kommenden Jahren die Umsetzung
Umsetzung einer Digitalwährung zu ermöglichen. Und damit sind wir schon sehr weit fortgeschritten. Man hat uns jetzt angedroht, dass sie in wenigen Monaten auch den rechtlichen Rahmen für Digitalwährung schaffen wollen. Man versucht aber die begründeten Ängste der Bürger noch ein wenig einzufangen, indem man behauptet, es würde nur additiv zum bestehenden Geld eingeführt und nicht ersetzend. Das ist aber wahrscheinlich, wie viele dieser Versprechen der Politiker, erstmal nur vorübergehend bis zur nächsten Woche. Wie sieht denn tatsächlich die noch geltende rechtliche Lage aus dahingehend, was hier Zahlungsmittel ist, was hier Geld ist? Wie sind die rechtlichen Grundlagen dafür in Deutschland? Also die rechtliche Grundlage war bislang immer das Bundesbankgesetz. Und das Bundesbankgesetz sah vor, dass nur Geldscheine und Münzen legales Zahlungsmittel sind und alles andere sind Kredit. Das heißt, wir haben ja schon digitales Geld. Das ist das, was auf den Konten ist. Das ist aber nichts weiter als ein Kredit, den wir der Bank einräumen. Und die Bank reicht ihn dann weiter zu demjenigen, den wir gerne hätten. Bedeutet aber, da sehen wir schon viele der Probleme, die dieses sogenannte Digitalgeld mit sich führt. Nämlich jede Zahlung, die wir auslösen in diesem digitalen Bereich, ist unter Vorbehalt, dass der Gegenpart, also in dem Fall die Bank, aber auch jeder Dritte zustimmt. Jeder, der schon einmal erlebt hat, dass Finanzämter berechtigt oder unberechtigt einem die Konten eingefroren hat, weiß, dass im Falle, dass wie das U nichts mehr funktioniert, das heißt, dass man an sein eigenes Geld nicht drankommt. Das ist beim Bargeld eben nicht möglich, denn das Bargeld habe ich in der Tasche, damit kann ich zu jedem Laden gehen, kann ich überall bezahlen und deswegen ist nur Bargeld ist die ökonomische Freiheit, die uns Geld bringen muss. Alles andere sind eben nur Formen von Kredit und das wird mit einem sogenannten Kryptogeld auch nicht anders sein. Was machen wir denn dann jetzt mit Frau Faeser, die aktuell versucht, der Bevölkerung zu verkaufen? Wir müssen jetzt in der Bargeldgrenze unter 10.000 Euro rutschen. Das ist dann mit Sicherheit auch nicht das Ende der Fahnenstange, aber ein wichtiger, auch psychologischer Schritt. Dann sind wir eben im vierstelligen Grenzbereich, was Barzahlung angeht. Teure Dinge wie Schmuck und Uhren soll der Bürger jetzt auch nicht mehr kaufen. Was ist denn mit dem Gesparten, was vielleicht auch die ältere Generation noch unter dem Kopfkissen hat, weil sie das eben so kennt? Wird das alles nichts mehr wert? Was darf man denn dann jetzt eigentlich noch? Nein, es ist nicht, dass es das nicht mehr wert ist. Aber der Vorstoß von der Antifa-Sympathisantin Frau Faeser ist sehr zweischneidig. Denn was sie tut, ist, dass sie das Geld abzuschaffen versucht. Wenn ich nicht mehr unbegrenzt mit dem Bargeld hantieren kann, dann ist es ja nicht mehr das legale Zahlungsmittel, so wie es im Bundesbankgesetz festgeschrieben ist, so wie es uns versprochen ist und so wie es auch die Geschäftsgrundlage für die Bildung des Euros war. Nur solange, wie wir Bargeld haben und so lange, wie wir Bargeld unbegrenzt auch benutzen dürfen, das heißt, sämtliche unsere Verbindlichkeiten mit Bargeld begleichen dürfen, hat Bargeld seine Geldfunktion. Wenn die das wegnehmen, dann wird das Geld entwertet. Das heißt, in den Folgezeiten, in den Folgemonaten und Jahren wird man das dann auch mit Preissteigerungen feststellen. Aber dann hat der Geld seine entscheidende Wertfunktion verloren. Dann bleibt uns eigentlich nur noch Gold und Silber, um dann damit eben in den Tausch zu gehen. Und das Geld, das muss der Staat dann eben anderen anzudrehen versuchen. Dafür gibt es ja aber auch schon Restriktionen im Bereich des Edelmetallkaufs. Also ist es doch eine von langer Hand angelegte Agenda, weil wir ja sehen, dass alle Zahnräder ineinander greifen, wenn es darum geht, dass die Menschen die Werte, die sie anfassen können, die sie als Geld ausbezahlt bekommen haben für ihre Leistungen, nun Schritt für Schritt entweder in eine andere Form umwandeln müssen oder eben dazu nicht in der Lage sind, weil aufkommende Restriktionen ihnen das direkt verbieten. Es gibt seit jeher eine Auseinandersetzung, dass die Bürger ihre Freiheiten verteidigen müssen. Das haben wir nicht getan, sondern wir haben es diktaturbegeisterten politischen Funktionären überlassen, die Freiheiten für uns zu verwalten. Und was sie damit tun, ist,
dass die uns die Freiheiten abnehmen und uns diktatorisch zu überwachen und zu kujonieren und zu beherrschen versuchen. Um uns das Bargeld als eine Form der ökonomischen Freiheit entzunehmen, ist in eine Form dieser Beherrschung, wenn wir es zulassen. Wir müssen es aber nicht zulassen. Und wenn wir bei dem Gold und Silber, das können wir in unbegrenzter Form nicht nur kaufen, sondern auch tauschen. Insofern haben wir da tatsächlich eine Möglichkeit, ohne, wenn uns das Bargeld genommen wird, tatsächlich noch im physischen Bereich zu bleiben und uns mit dem im physischen Bereich eben auch ein Stück weit ökonomische Freiheit zu behalten. Wie der Sir Alan Greenspan, der ehemalige FED-Vorsitzende, mal sagte, nur Gold ist ökonomische Freiheit, alles andere eben nicht. Und das ist dann die logische Konsequenz daraus. Das ist aber für den Staat ein sehr problematisches Schwert, weil wenn er das Vertrauen in das Geld jetzt derart beschädigt, dass er die Bargeldverwendung so weit einschränkt, dann spielt er damit, dass niemand mehr sein Bonsystem, also sein Geld haben möchte oder dass das eine kritische Menge an Bürgern nicht mehr haben wollen. Und dann verliert es seinen Wert. Und dann hat der Staat eben auch nichts mehr davon. Denn dann funktioniert sein gesamtes Abgabensystem, sein gesamtes Beherrschungssystem nicht mehr. Also insofern ist das ein Spiel mit dem Feuer. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, da das Vertrauen auch in den Dollar weltweit schon massiv zurückgegangen ist und auch in den Euro sowieso nie richtig erreicht worden ist, dass das der berühmte Tropfen in den Kessel sein kann, der eben das Wasser dann zum Überlaufen bringt. Und da ist die Antifa-Sympathisantin und Innenministerin Faeser eben in einer sehr, sehr gefährlichen, auch einer sehr gefährlichen Fahrbahn aus ökonomischer Sicht heraus. Nun gibt es ja schon lange die Bürger, die dann artig auftreten und sagen, was wollt ihr denn? Ich habe nichts zu verbergen. Wir stehen aber hier auf der anderen Seite vor der Situation, dass die anlaufende möglichst totale Kontrolle gerade über die Finanzen der Menschen im ganzen Land oder dann auch noch größer gedacht, dass das dazu führt, dass über diese Kontrolle das Finanzwesen der Menschen auch komplett reguliert werden kann. In bestimmter Form, nämlich zum Beispiel, dass wenn uns ja jetzt schon Luft als Problem verkauft wird, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, dass man ja förmlich riechen kann, dass vielleicht in 2, 3, 5 Jahren in den Nachrichten kommt, wir haben so einen schlimmen Sommer, die CO2-Notlage ist ganz besonders groß. Du weißt ja auch, die Wetterberichte werden jetzt schon seit Jahren regelmäßig komplett in Rot dargestellt im Fernsehen, wenn es um die Landkarten geht, sodass wir also möglicherweise dann, wenn die vollständige Kontrolle hergestellt ist, eine Zwangsabgabe auf Knopfdruck für die gesamte Bevölkerung aufgrund der schlimmen Klimabedingungen einleiten können und jeder einen bestimmten Betrag, ohne dass er zustimmt, von seinem digitalen Konto abgezogen bekommt, weil es eben dran ist. Es ist natürlich so, dass der böswillige Staat bei einer totalen Überwachung das größte Problem ist. Das ist auch das größte Problem dieser digitalen Währung. Aber es ist nicht nur der böswillige Staat, sondern es ist eben auch Unfälle. Wenn Computersysteme zusammenbrechen, dann ist ein Wirtschaften zwischen den Menschen gar nicht mehr möglich. Was wollen wir denn tun, wenn die Kassensysteme nicht mehr funktionieren, aber die Leute dem Kaufmann irgendetwas noch für die Milch, für die Butter und so weiter geben soll oder geben will? Das ist einfach nur mit Bargeld eben machbar. Ein weiterer Fall ist eben auch, dass zunehmend ja Software, also mit auch zum Teil mit künstlicher Intelligenz untermauerte Software, über Kontosperren oder Terrorismusverdacht oder sonst irgendwelchen diktatorischen Überwachungsunsinn herrschen. Und wenn solche Systeme einfach mal verrückt spielen, das heißt, wenn es überhaupt gar nicht darum geht mehr, dass irgendetwas unterbunden werden soll oder irgendeine staatliche Aufgabe hergestellt werden soll, sondern wenn einfach die Systeme verrückt spielen, wenn Computerviren, Hackerattacken oder sonst irgendetwas dieses System lahmlegen, dann haben wir eben mit diesem System, mit einer digitalen Währung, ein Riesenproblem. Und dann kann man ganze Staaten lahmlegen. Also die Abkehr vom Bargeld ist eine ganz, ganz große Gefahr. Man kann es den Leuten anbieten, bargeldlos zu agieren, was wir jetzt schon haben. Dazu muss man aber kein neues Geld erfinden, denn es ist alles da.
Wir haben Kreditkartensysteme, das heißt, dass Leute per Kredit sich irgendwo etwas bekaufen können und das wird dann anschließend verrechnet über die Kreditkarten. Wir haben Überweisungssysteme, das heißt, das funktioniert auch sehr gut, sogar in Echtzeit. Wir haben überall, technisch ist es überhaupt kein Problem, die Echtzeitüberweisung zum Standard zu machen. Das heißt, aus dieser ganzen Sicht ist es einfach von der Politik gelogen, wenn sie behauptet, dass der Zahlungsverkehr verbessert werden würde durch eine Digitalwährung. Nein, es geht hier tatsächlich nur um die Überwachung. Und das hat Frau Lagarde in einem Interview, einem sehr bezeichnenden Interview, auch ganz offen zugegeben. Und es geht ihnen vor allen Dingen auch um die kleinen Beträge. Und was auch immer mit diesen Daten geschieht, da hat sie eben auch durchsickern lassen, dass das durchaus auch ein interessanter Markt ist, diese Daten zu verkaufen. Und wer weiß denn, wo diese Daten überhaupt landen? Bei Facebook und anderen Datensammelkraken haben wir heute schon die Gewissheit, dass diese Daten verkauft werden und der Betreffende, der sein Leben dort praktisch offenbart, weiß gar nicht mehr, wer dann überall darüber Bescheid weiß. Und hier sind die Gefahren tatsächlich um ein Vielfaches größer als ein möglicher Nutzen. Der Nutzen ist tatsächlich eher zu sehen bei einem Übergriffigen, einem feindlich gesonnen, übler oder ein böswilliger Staat, der hier Maßnahmen vorbereitet, die nicht zum Nutzen der Bürger sind. Naja, der Staat als solches selbst kann ja gar nicht handeln. Er ist ja nur ein juristisches Konstrukt. Es geht ja darum, wer auf welchen Stühlen sitzt und vor allen Dingen, wer ihn hingesetzt hat. Denn so wie es gerade zur Sprache kam, wissen wir ja bereits, dass weltumspannende Konzernsysteme ja noch mittlerweile in deutschen Ministerien Platz genommen haben und welche Analysesysteme die zum Beispiel zur Verfügung haben. Davon kann sich der einfache Mensch kaum eine Vorstellung machen. Stichwort Alibaba. Da kann man gerne mal nachrecherchieren. Böse Zungen behaupten aber, und da sind wir ja bei den Verschwörungstheorien, die kurze Zeit später, nachdem sie in den öffentlichen Medien zerrissen worden sind, als solches dann irgendwann wahr werden. Diese Verschwörungstheorien heißen ja auch, da sind Dinge im Umlauf, die da sagen, es wird irgendwann der digitale Gesundheitspass, der ja auch jetzt Form annimmt, und die Zahlungsmöglichkeit durch die digitale Währung zusammengeführt, sodass nur der Mensch, der ordnungsgemäß ausgedrückt, der pflichtbewusst seinen Gesundheitsstatus so hält, wie es die Verwaltung von ihm verlangt, deutlicher kann ich es jetzt nicht ausdrücken, dass auch nur der in der Lage sein wird, über dann den ausschließlich zur Verfügung stehenden digitalen Euro oder sonstige digitale Währung in den Ländern auch zahlungsfähig ist. Ansonsten steht diese Zahlungsfunktion möglicherweise bis zum nächsten Peaks nicht zur Verfügung. Das ist richtig. Und es steht auch denjenigen zur Verfügung, die in der Lage sind, diese digitale Währung zu manipulieren. Und dass das möglich ist, zeigen bereits Patente, die angemeldet worden sind. Das heißt, diese ganze Behauptung, dass diese Digitalwährung wie Bitcoin, Ethereum oder jetzt auch die Zentralbank-Digitalwährung sicher seien, ist völliger Blödsinn. Sie sind lesbar, sie sind damit auch manipulierbar. Und damit kann im Grunde in Zukunft derjenige freie Hand haben, der in der Lage ist, dieses zu manipulieren. Was wäre also die Empfehlung für die breite Masse der Bevölkerung, die sich davor schützen möchte, diesen Totalzugriff auf das eigene Vermögen von außen erdulden zu müssen? Ich sehe im Moment wenig andere Möglichkeiten, als diese Ersparnisse in Gold und Silber zu konservieren, weil Gold und Silber weltweit akzeptiert wird und damit eben nicht unter dem totalen Griff einer regional begrenzten Funktionärsklicke ist, sondern auch in allen anderen Teilen der Welt, ob in Asien, ob in Südamerika oder sonst wo auf dem Planeten, überall wird Gold und Silber akzeptiert. Und selbst wenn es in einzelnen Ländern nicht mehr akzeptiert werden sollte, ist man weltweit immer noch zahlungsfähig und damit glaube ich, dass gerade jetzt, wo die Gefahr vor der Entwerten oder dem Diebstahl durch Staaten am höchsten ist, dass dort eine Sicherung dieser Ersparnis in Gold und Silber das Sinnvollste ist.
Ich denke, die große Erkenntnis in dieser Zeit ist, dass ein Versprechen auf einem Blatt Papier genauso viel wert ist wie derjenige, der dieses Versprechen gibt. Und wenn man also genau hinschaut, wiederholen sich bestimmte Prozesse in der Weltfinanzgeschichte immer wieder. Nur das, was man an tatsächlichen Werten selbst in der Hand hält, das steht einem auch dann garantiert zur Verfügung. Dankeschön für den Einblick und die Sachstandsanalyse an Dr. Eike Hamer von Valtier. Und ja, ich denke, zu diesem Thema werden wir uns bald widersprechen, denn die Energien hinter den Kulissen, die sind recht umfangreich. Man will da jetzt auf globaler Ebene ja Resultate schaffen. Alles Gute und bis bald. Sehr gerne, bis bald. Die besten Dinge laufen derzeit nicht im deutschen Fernsehen, sondern eher im Ausland. Über 130 Staaten, 1700 Führungsköpfe aus der Wirtschaft. Das internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg ging vor wenigen Tagen zu Ende. Die wirtschaftliche Zukunft liegt bei den BRICS-Staaten und ihrer Abkopplung vom Dollar. China, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate und nicht zuletzt Russland. Dort ist nicht die Rede von Krise, sondern von echtem Wachstum. Vielleicht schicken wir weniger Leoparden zum Abschuss in Bidens CIA-Gebiet, sondern handeln lieber weltweit mit eigener Spitzentechnologie. Doch dazu braucht es weniger Urlauber und billige Senatoren in deutschen Demokratiestrukturen. Das war Manta halb acht. Bleiben Sie Mensch mit Herz und Verstand.